Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast. Ja, wir sind im Augenblick hier etwas gehandicapt, nenne ich es jetzt einfach mal, weil wir kommen irgendwie nicht so wirklich weiter. Das lassen wir hier. Die Sachen lassen wir hier. Das kommt dahin. Und unsere schlauen Bücher packen wir hier hinten mit rein. Ja. Wir brauchen Gold und wir brauchen Eisen. Also, was machen wir? Richtig. Wir kraften uns hier noch mal ein paar Spitzhacken. Eine Schaufel sicherheitshalber nochmal. Und dann kann das wieder da rein. Und das kommt da rein. Und dann gehen wir in unsere Höhle. Am wichtigsten sind erstmal Eisenerz. Und wenn wir es dann noch finden, Golderz. Ich hab's befürchtet. Es lohnt sich nicht, das Risiko einzugehen, da runterzugehen. So, wir gehen aber nicht in den Teil, sondern wir gehen hier in diesen Teil. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir hier schon mal so ein bisschen Eisen. Gut. Hier ist auch noch mal was. Kupfer. Das dürfte Zinn sein. Da ist Uran. Das ist Zinn, das ist Aluminium. Das ist dieses Yellowit.
Nein, hier runterfallen will ich jetzt nicht. Tja, da wäre was, aber da kommen wir nie ran. Bisschen Eisen. Und da haben wir noch ein bisschen mehr. Man sollte vielleicht auch mal nach oben gucken. Steinkohle. Ah, da oben ist was. Wie viele haben wir denn jetzt? 16, das heißt 32 Barren kriegen wir davon zusammen. Das hilft uns aber nicht mit unserem Goldproblem weiter. Egal. Nein, bitte nicht. Ich hasse Treibsand. Ich dachte eben schon, das war's wieder mal. So, und wie gesagt, da ist es dann wirklich so, dass aus jedem Erz dann zwei rauskommen. Und somit können wir uns das mit dem Schreddern sparen. Na, das Schmelzen geht genauso schnell, als wir...
geht dann genauso schnell, als wenn man das, als wenn wir da einen Barren reinpacken. Denke ich mal. Interessant ist eben auch, dass man solche Sachen hier einfach reinschmeißen kann da, ne? Nur man muss aufpassen, dass eben nicht zusammenkommt, was nicht zusammengehört. Also sprich, wenn ich da jetzt reinpacke Kupfer und Zinn, dann habe ich das Problem, dass sich das verbindet. Dann habe ich nie. Nämlich mit einer Bronze. Millibuckets. Ah, da komme ich immer nicht mit klar. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das. Und ich meine, das hier. Das Schöne dabei ist auch, man kann die Sachen reparieren. Und jetzt so und so und so. Haltbarkeit 2924. Effektive Haltbarkeit 3200. Angriff ist uninteressant. Abbaugeschwindigkeit 2,4. Und Abbaulevel ist Redstone. So, wir könnten den jetzt aufrüsten. Tun wir aber noch nicht. Was wir hier mal machen, ist, wir nehmen, halt, das ist hier. Millibuckets. Also 144 sind ein Barren. Ja, 144 sind ein Barren. Okay. Ups. Das heißt ja im Umkehrschluss, sind ein Block. Reicht noch für einen. Ja, die Blöcke können wir ganz genau normal benutzen, wie sonst auch. Sprich, wir nehmen sie in unser Inventar und können sagen, so, ich will Barren draus machen. Sieben.
720, das heißt, es reicht nicht. Nein, die sollte da natürlich drin bleiben. Und dann sind genau 144 noch drin, das passt genau. Das müsste leer sein. Ja, hat doch super geklappt. Wenn mal alles so funktionieren würde, was ich mache, wäre ich ja schon begeistert. So, was uns jetzt fehlt, ist Gold. Aber wir werden jetzt mal ausprobieren, wie unser Hämmerchen funktioniert. Also mit einem Schlag ist nicht, aber wow. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie irgendwo was abgebaut. Ja, und das geht eben genauso. Einfach 3x3 Fläche, fertig. Da haben wir übrigens wieder mal Eisen. Cool. Und wie man sieht, der hat überhaupt noch keinen Verbrauch irgendwie. Müssen wir nur aufpassen mit unserem Inventar. Das ist nämlich bald voll. Das sollten wir jetzt ganz einfach mal kurz leer machen. Nicht, dass uns dann hier alles liegen bleibt. Das geht ja dann richtig schnell, mal hier so eine Etage abzubauen. Das weg, das weg, das weg, das weg. Nichts von diesem Mischgestein, haben wir was, Marmor, so, der Rest kann runter. Das you
und das auch. Und dann haben wir nämlich hier schon mal so ein bisschen Ordnung. Ja, und wir sollten uns Gedanken drüber machen, ob wir nicht hier das alles in Blöcke packen. Weil bringt ja ganz einfach ein bisschen mehr Platz. Dafür brauchen wir nur 4 von denen. So. Ah, die nehmen wir erstmal weg. Mal gucken, ob das mit denen auch geht. Jo. Geht. Salz, geht das mit Salz auch? Die kann man auch wieder auseinandernehmen. Ja. Kann man alle wieder auseinander pflücken. Das ist sehr schön. Weil so sparen wir uns wirklich viel Platz hier im Inventar. Kohle. Gibt es auch Kohleblöcke? Ja, gibt auch Kohleblöcke. So. Die gehen leider nicht. Ja, das ist zu wenig. Brauchen ja mindestens 9. Aber hier haben wir wieder was. Die gehen auch nicht. Redstone, weiß ich, dass es geht. Bernstein. Kann man die in Blöcke pressen? Jo, funktioniert auch. Salz hatten wir auch gesagt, geht. Also, Koks. Auch Koks geht. Hey, hallo Leute. Ich rede von der Kohle hier. Nicht, was ihr schon wieder denkt. So, ja, das sieht doch schon mal nett aus.
Somit wird dann alles, was hier fertig ist, im Endeffekt dann gleich erstmal immer Dann können wir schon mal das Kupfer hier reinschmeißen. Das, was uns halt fehlt, um weiterzumachen, ist Gold. Aber eigentlich waren wir hier hochgekommen, um ein bisschen Ordnung im Inventar zu schaffen. Jetzt haben wir im Grunde nicht nur in unserem Inventar Ordnung geschaffen, sondern sogar unten in den Kisten. Zack, so. Können wir dann hier schon mal das auslaufen lassen. Und wir gehen jetzt aber erstmal, das Werkzeug können wir auch hier lassen, gehen erstmal runter. Aha. Also Erde macht er nicht. Ja, wie man sieht, das mit der Erde ist ein echtes Problem. Also Erde wegpickern mit dem Hammer geht nicht. Was ja eigentlich von der Sache her eine gewisse Logik auch birgt. Gut, dafür haben wir aber immer noch unsere Steinspitzhacke. Dass wir jetzt diese kleinen Stücke, die hier über sind, weghauen, weil sonst hauen wir uns nämlich die ganze Decke weg.
Alles eingesammelt, ja. Wie sieht's aus mit Inventar? Ein bisschen ist noch Platz. So, dann gehen wir noch mal eine Runde, oder? Haben wir noch Platz? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. So, ja, Inventar ist fast voll, also erstmal wieder hoch. Das geht jetzt richtig flott hier, muss ich sagen. Das gefällt mir. Nicht mehr diese endlos langen Abbautouren, sondern zack, zack und fertig. Das, das. Das. Da ist noch was. So, was haben wir hier sonst noch? Und das gehört alles nach oben. Ja, man sieht, er hat jetzt einen Verschleiß, aber das ist noch nicht so doll. Und das probieren wir jetzt nämlich mal aus, wie das mit dem Reparieren ist. So, erstmal hier die ganzen Pflastersteine weg. Und die Sondermaterialien weg. Und die Erde. So, und dann gucken wir mal. Ich meine, das ging jetzt in diesem, dass man sagt, das da rein. Nö. Ah, so.
Aha, ein Eisen verbraucht. Das ist in Ordnung. Ich denke mal, damit können wir leben, ne? Das finde ich gut. Kann man die jetzt auch reparieren? Ich denke mal eher nicht, ne? Das wäre. Wo sind die Spitzhacke? Da. Nee, das geht also nur mit Sachen, die auch wirklich hier drin gebaut wurden. Ja, verbrauchen war und gut ist gewesen. Was wir eben versuchen sollten oder gucken sollten, ob wir das nicht aufrüsten können. Mit Diamant. Aber das erstmal, wenn wir ein paar Diamanten gefunden haben. So, wie war denn das hier mit den 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9. 9 sind dazwischen. Eins, zwei, drei, vier. Da gehört der hin. Das in der Mitte und das in der. Ich glaube hier, ne? Ich glaube, hier stimmt aber irgendwas nicht. Mit meiner Zählerei hier. Egal. Wir bauen jetzt erstmal ab. Einsammeln. Hier auch noch mal lang. Das reicht noch für einen.
hieß. So, einmal hier einsammeln, einmal da an der Kante einsammeln. Nö, ich denke mal, wir sollten mal zurückgehen und das mal wieder nach Hause bringen. Das ist Erz, das ist Erz. Das ist Erz. Die gehen nicht. Salz haben wir nicht genug. Eisen haben wir auch nicht genug. Okay. Und wir haben wieder mal richtig überzogen. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.